afflict us with pain, sorrow and disgust. I'm here when they got such us. Cause you lost my life, and if you fall from a great height, I'll save you, and that's so cool. But I told everybody that I saved the world. I'll be waiting by the phone. I will catch you when you fall. Just remember that I can be your hero. I'll be standing by your side, and you feel the need to hide. Just remember that I can be your hero. The world comes crashing down. And as you come to Monday Night Raw, the Slammy Award Ausgabe 2013-14, und wie immer haben wir trotzdem zwei Matches und wir blicken auf unsere Matchcards. Im ersten Match trifft WWE Champion The Legend Killer auf Former Intercontinental Champion Alberto Del Rio. Unser Main Event ist ein Match zwischen dem neuen United States Champion The King und Randy Orton. Wir starten mit The Legend Killer, dem WWE Champion, und der sagt: Ich darf euch jetzt gleich erstmal das Tag Team des Jahres präsentieren. Bitte einen riesen Applaus für Team Galaxy. Ja, da sind sie auch schon. Hier ist Team Galaxy, United States Champion The King und Intercontinental Champion Mr. Black. Auch wieder ein geniales Jahr von ihnen. Und da muss man einfach sagen, Gratulation. Und wir blicken gleich mal auf weitere Slammy Award Gewinner. Aber erstmal bedankt sich der King für das wunderbare WWE-Jahr. Und ja, da kann ich nur wirklich zustimmen. Wir sind kurz vor Elimination Chamber. Und damit endet auch das WWE-Jahr. Und einige Slammy Awards wurden ja auf der WWE-Seite bekannt gegeben. Und hier ist erstmal Stone Cold Steve Austin, der uns jetzt das Match und die Fehde des Jahres präsentiert. Stone Cold Steve Austin sagt: Herzlichen Glückwunsch an The Legend Killer und The King. The Legend Killer und The King, Gewinner der Rivalität des Jahres und des Match des Jahres. Außerdem sagt The Legend Killer auch noch Gratulation an The King, den Gewinner des Wow-Moment des Jahres. Ja, somit haben wir schon einige Sachen abgearbeitet. Fehlt uns natürlich noch Superstar des Jahres und so weiter. Einige wurden ja bereits auf der WWE-Seite, wie gesagt, bekannt gegeben. Unter anderem Rookie des Jahres, Ik Thunder. Der Titel des Jahres ist der World Heavyweight Title. Und somit bleiben uns dann nur noch der Titel des Superstar des Jahres und natürlich, während wir jetzt hier im Match sind, Legend Killer gegen Alberto Del Rio, den Finisher des Jahres. Das wurde auch bereits auf der WWE-Seite bekannt gegeben. Es ist der King DDT und der Turn des Jahres wurde auch bereits schon auf der WWE-Seite bekannt gegeben. Es ist The Legend Killer Double Turn. Titel des Jahres ist, wie gesagt, World Heavyweight Championship. Die Fehde haben wir gerade bekannt gegeben. Das Match des Jahres ist Legend Killer gegen The King. Der Wow-Moment sahnt natürlich auch wieder The King an mit seiner Aktion bei Survivor Series. Das Team des Jahres ist Team Galaxy wie am Anfang. Und jetzt bleibt uns nur noch der Superstar des Jahres übrig, während wir hier gerade Alberto Del Rio zum Ring schreiten sehen. Und es geht los. There's the bell, and here
mit dem Flying Forearm von Legend, Killer Elbow und Alberto Del Rio. Ja, Verlust des Intercontinental Titles bei Open Fight Night. Und ja, das ist schon bitter für den Kopfschere hier. Alberto Del Rio, der ist jetzt, ja, wieder geschwächt durch den Titelverlust, aber auch allgemein durch die ganze Situation im Moment ist nicht gerade aufbauend für Alberto Del Rio, aber der Legend Killer, der ist wirklich wieder an der Spitze angekommen, besiegt The Miz und wird neuer WWE Champion. Das war, ja, ein wenig unerwartet, weil einige wären eher von The King ausgegangen, der kommt und The Miz herausruft oder Mr. Black. Aber dann macht's doch Legend Killer. Und wir blicken dann auch gleich mal vorweg dann zu Elimination Chamber. Es wird dort unter anderem zwei Chamber Matches geben. World Heavyweight Championship und WWE Championship. Im einen steht The Legend Killer, im anderen Kommando. Die Teilnehmer werden im Laufe der nächsten Folgen dann bekannt gegeben. Außerdem soll es wohl ein Tag Team Championship Match zwischen Awesome Yes und zwei Gegnern geben, die noch nicht bekannt sind. Aber jetzt gibt es hier die Vorbereitung auf den Legend Killer. Schön gemacht. Und Alberto Del Rio, der kommt gar nicht in das Match rein. Legend Killer kommt durch. Im Cover 1, 2, 3. Ja, das war jetzt wirklich nicht das schwerste Match für The Legend Killer. Aber trotzdem ein wichtiger Sieg für ihn. Der erste Sieg als ein Two-Time WWE Champion. Und ja, Congratulations. Und Alberto Del Rio, ja. Da will man sehen, wie es mit dem weitergeht in nächster Zeit. Und hier ist jetzt European Champion Christian. Er sagt, es bleibt nur noch ein einziger Slammy übrig. Und das ist der Slammy des Superstars des Jahres. Und der geht an United States Champion, The King. Ja, The King sahnt auch noch diesen Slammy ab. Er ist Slammy Award Gewinner des Jahres, Match des Jahres, Superstar des Jahres, hat den Finisher des Jahres, die Fehde des Jahres, den Wow-Moment des Jahres und somit sahen da gleich 5 Slammys ab. Und mit, nein, er ist gleich 6, denn er ist auch noch im Tag Team des Jahres. Das heißt, er ist an 6 Slammys beteiligt und das ist wirklich, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann ist das wirklich eine unglaubliche Zahl. Von den Einzelwertungen her hat The King so gut wie alle Slammys gewonnen. Und jetzt sind wir auch gleich hier im Match United States Champion, The King gegen Randy Orton. Ja, die führen inzwischen eine Fehde von fast 100 Folgen lang. Immer mal wieder kam das Ganze so, begann das wieder zu brodeln. Aber ich denke, die werden jetzt hier erstmal vorerst hier bei der Slammy Award Ausgabe einen Schlussstrich ziehen. Erstmal vorerst mal wieder. Bis das Ganze dann irgendwann sicherlich wieder mal nach oben kommt. Aber jetzt hat, bin ich mir sicher, geht es erstmal wirklich um die Vorherrschaft in dieser, ja, Feindschaft sozusagen. Wer hat die Nase vorne? Wer ist besser und wer kann, ja, einfach jetzt Stärke beweisen? The King hat einige Slammys, ja, im Hintergedanken in dem Match dabei. Das stärkt natürlich. Er hat fast alle Slammys gewonnen. Ein paar muss er sich teilen und dann damit Legend Killer und Mr. Black. Aber sonst die Einzel
Slammies. Da geht nur noch einer an den Rookie des Jahres, Nick Thunder. Und das ist, ja, das ist, da kann der King ja nicht vertreten sein. Also das ist wirklich eine unglaubliche Resonanz von den Zuschauern. Bei der Online-Abstimmung haben mal wieder mehr als 50 Leute mitgemacht und haben The King zu einem wirklichen Rekord-Slammy-Gewinner gemacht. STO. Elbow. Also King, der will es jetzt wissen. Cover. One. Kick out. When Monday Night Raw heads to your neck of the woods, do yourself a favor and go be a part of the longest running weekly episodic television show in history. Whip in von Randy Orton, der ist jetzt wieder da. Nein, King konnte. Schlag gegen den Hinterkopf. If you're just joining us, welcome to Monday Night Raw. Konter Randy Orton mit dem Kick. Ja. Das könnte ein Zeichen sein, dass Randy Orton wieder da ist. Ja, macht es gut. Randy Orton ist zurück im Match, obwohl das der erste Teil des Matches wirklich The King gehört, ist jetzt Randy Orton einigermaßen wieder da. Aber King kann man einfach nicht unterschätzen. Vorbereitet auf den King DDT. Kommt durch, King DDT, im Cover, 1, 2, nein, Kick out bei 2. King mit dem Running Knee. Und da gibt es jetzt diesen unglaublich harten Schlag, der hat auch schon einige Matches beendet. Das ist natürlich nicht ganz regelkonform und deswegen ermahnt ihn hier der Ringrichter auch, dass er das nicht noch einmal tun soll. Aber er macht sofort weiter. Erneut die Vorbereitung. King DDT kommt durch und ist im Cover. 1, 2, 3. Das war's für Randy Orton. The King gewinnt nicht nur ein halbes Dutzend an Slammies, sondern auch dieses Match hier gegen Randy Orton. Und damit verabschiede ich mich auch schon von der Slammy Award Ausgabe Raw, der letzten Raw Ausgabe des WWE AS Nummer 2, und sage, wir sehen uns bei Superstars wieder und lassen The King hier noch ein wenig feiern. Das hat er verdient, das haben die Fans verdient. Bis zum nächsten Mal. Ciao.